Der OM Online Podcast. Der Thementalk für das Oldenburger Münsterland. Mit dem Regen ab Weihnachten 2023 kam das Hochwasser. Wochenlang waren weite Teile Niedersachsens überflutet. Vor allem Gebiete in Flussnähe waren betroffen. Im Oldenburger Münsterland zum Beispiel Löningen oder Vechta. Vielerorts wird das ganze Ausmaß der Überschwemmung aber erst jetzt sichtbar. Und für Hausbesitzer stellt sich nun die Frage, ob und was die Versicherung in einem solchen Fall überhaupt zahlt. Über diese und weitere Punkte zum Thema Versicherungsschutz bei Hochwasser will ich in dieser Folge mit Philipp Rehberg von der Verbraucherzentrale Niedersachsen sprechen. Mein Name ist Kaschen Duzert und damit herzlich willkommen zum Podcast von OM Online. Einfach schnell informiert mit der neuen E-Paper-App der Münsterländischen Tageszeitung und der Oldenburgischen Volkszeitung. Genießen Sie einen hervorragenden Lesekomfort. Lassen Sie sich Artikel einfach vorlesen oder lösen Sie täglich knifflige Sudokus und Kreuzworträtsel. Die neue zukunftsweisende E-Paper-App der OM Medien. Jetzt auf mein OM Online oder in Ihrem App oder Play Store. Ja, und mir jetzt per Zoom zugeschaltet ist Philipp Rehberg. Er ist Referent für Finanzdienstleistung bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Moin, Herr Rehberg. Moin, ich grüße Sie. Herr Rehberg, welche Versicherung, darüber wollen wir ja sprechen mit Ihnen, welche Versicherung zahlt denn überhaupt bei Hochwasserschäden, wie wir sie jetzt gerade flächendeckend in Niedersachsen erlebt haben? Je nachdem, was betroffen ist, zahlt entweder die Wohngebäudeversicherung oder die Hausratversicherung. Wobei in diesem Basisschutz dieser Versicherung sind so Hochwasserschäden eigentlich nicht mit abgedeckt. Das heißt, die brauchen einen zusätzlichen Elementarschutz. Den müssen sie extra vereinbaren, der kostet zusätzliches Geld. Und da müssen sie schauen, ob sie sowas brauchen oder nicht. In Niedersachsen ist es im Moment so, dass circa 30% der Hausbesitzer einen solchen Elementarschutz vereinbart haben. Das klingt jetzt nicht so, als wäre das Ganze verpflichtend. Was ist denn, wenn ich als Hausbesitzer so eine Versicherung nicht habe? Verpflichtend ist das nicht. Fast alle haben eine Wohngebäudeversicherung, aber die schützt halt nur so gegen Feuer, Hagel, Sturm, Blitz und Leitungswasserschäden. Und wenn jetzt so ein Fall eintritt wie hier, dieses Hochwasser, dann bin ich nicht versichert. Ich brauche also den Elementarschutz. Wenn ich diesen Elementarschutz nicht habe, dann zahlt die Versicherung mir auch nichts. Jetzt haben wir diese Situation, jetzt hatten wir dieses Hochwasser. Wo kann ich mich denn überhaupt hinwenden, wenn ich jetzt Hilfe und Informationen beantragen möchte? Also die Feuerwehr hat jetzt meinen Keller leer gepumpt, das Gebäude trocknet langsam wieder. Wie geht's dann für mich weiter? Wo finde ich Rat? Klar ist ja, dass ich, also wenn ich, insbesondere wenn ich versichert bin, dass ich mich an meine Versicherung auch wende und mit denen eng zusammenarbeite. Aber wenn ich ansonsten darüber hinaus rechtlichen Rat haben möchte, dann ist es für erste Informationen und Handlungsempfehlungen sicherlich sinnvoll, sich auch an die Verbraucherzentrale zu wenden. Wir haben da ein paar gute Tipps parat. Wenn es dann in eine Auseinandersetzung mit der Versicherung geht, ist es aber sinnvoll, anwaltliche Unterstützung einzuholen. Ansonsten bin ich da häufig verloren. Ganz alleine auf weiter Flur. Jetzt ist das Ausmaß dieser Hochwasserkatastrophe ja so groß, dass Niedersachsen sogar Hilfe für Betroffene angekündigt hat. Diese Hochwasserhilfe soll durch einen Nachtragshaushalt geregelt werden. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme jetzt ist dieser Haushalt aber noch nicht beschlossen worden. Herr Rehberg, was ist denn trotzdem schon bekannt? Ja, man weiß ja noch nicht so richtig ganz genau, wie es laufen soll. Was man weiß, ist, dass die Soforthilfe bei den Landkreisen oder den kreisfreien Städten beantragt werden kann. Die entsprechenden Informationen sollte man dann auf den Webseiten der Kommunen finden. Aber nicht jeder kann tatsächlich diese Fluthilfe auch beantragen. Es gibt bestimmte Voraussetzungen, die dann noch veröffentlicht werden. Das heißt, Sie wissen auch noch nicht so ganz genau, an wen sich diese Fluthilfe jetzt richtet, oder ist da schon was durchgesickert? Da ist was durchgesickert. Wenn Sie mal gucken, es sind, wenn man die Fluthilfe wird den Menschen gewährt, die in bestimmten Überschwemmungsgebieten der niedersächsischen Flüsse leben. Kommen wir noch einmal auf die Hausbesitzer zurück. Die stehen jetzt vor dem Schaden. Was muss ich, wenn ich Hausbesitzer bin, denn beachten, um meine Versicherung überhaupt in Anspruch nehmen zu können? Das allererste ist mal, die Versicherung zu informieren.
Und zwar am besten telefonisch erstmal und am besten auch noch schriftlich hinterher, damit Sie auch nachweisen können, dass Sie die Versicherung informiert haben. Warum? Weil die natürlich auch gerne Sachverständige schicken wollen, um sich den Schaden selber anzugucken. Und die wollen deswegen schnell informiert werden. Das ist ganz wichtig. Danach ist wichtig, dass Sie selber auch den Schaden möglichst genau und ausführlich dokumentieren durch Anfertigung von Fotografien der gesamten Schäden, die Ihnen entstanden sind. Am besten ist es natürlich schon, wenn man das Schadensereignis selber auch schon festgehalten hat, weil dann hat man es nachher leichter auch darzulegen, dass tatsächlich die Versicherung eintrittspflichtig ist. Wenn Sie sehen, dass etwas ganz dringend und notwendig zu machen ist, Notmaßnahmen zu treffen sind, dann können Sie und sollten Sie diese auch gegebenenfalls ohne Rücksprache mit der Versicherung treffen, weil ansonsten haben Sie so Folge- und Weiterfresser-Schäden, die Sie vielleicht hätten verhindern können. Und da wird Sie dann die Versicherung möglicherweise im Nachgang auch drauf festnageln. Das heißt, der Versicherung reichen schon Bilder des Schadens oder sogar der Katastrophe aus. Ich muss jetzt kein Gutachten extra anfordern oder irgendwelche meteorologischen Gutachten heraussuchen, die beweisen, ja, ich bin Opfer dieser Flutkatastrophe oder dieser Hochwasserkatastrophe im Zeitraum von X bis Y. Ja, das hängt davon ab, inwiefern Sie, was Sie nachweisen können, nicht? Also, wenn die Versicherung bestreitet, dass Ihr Grundstück überschwemmt war, das ist normalerweise die Voraussetzung dafür, dass die überhaupt eintrittspflichtig sind. Dann müssen Sie das auch irgendwie darlegen und beweisen. Dann müssen Sie dann vielleicht tatsächlich auf irgendwelche meteorologischen oder fachlichen Gutachten zurückgreifen. Ansonsten, was den Schaden selber angeht, wird die Versicherung selber ihre Gutachter schicken, um das sich anzuschauen. Um das nochmal zu sagen, diese Fotodokumentation ist vor allen Dingen eine Hilfe, um nachher ihrer Beweislast nachzukommen, falls sie sich streiten mit der Versicherung, zu zeigen, hier, das sind die Schäden damals, die haben wir so festgehalten. Wenn Sie das nicht haben, könnten Sie im Grunde auch Zeugen befragen. Sie könnten auch noch Sachverständige befragen, aber Fotos sind wichtig, um es Ihnen einfach leichter zu machen. Ich wollte gerade fragen, was ist denn, wenn ich jetzt im Schock der Situation, mein Haus ist gerade komplett verwüstet worden, ich komme gar nicht dazu, das zu dokumentieren, weil ich mit ganz anderen Sachen beschäftigt bin. Und dann kommt die Versicherung nach 3 Monaten und sagt, nee, also was mache ich, wenn ich in der Situation gar keine Beweise angefertigt habe? Das kommt tatsächlich immer wieder vor. Ja, die Menschen sind in Ausnahmesituationen, die denken nicht daran, jetzt alles zu fotografieren, sondern die sind auch viel in Panik. Wie gesagt, also es ist ihnen der Beweis nicht abgeschnitten. Ne? Also es gibt auch andere Möglichkeiten. Sie sehen ja auch, was in der Umgebung möglicherweise war. Vielleicht sind von da aus Fotos gemacht worden. Die Gutachter der Versicherung kommen ja auch normalerweise relativ zeitnah dann, um sich das anzuschauen. Und Zeugenaussagen, Sachverständigenaussagen sind nachher, wenn sie sich streiten, auch verwertbar. Aber es ist natürlich schwieriger, wenn sie keine Fotos gemacht haben. Sie haben jetzt gerade gesagt, die Gutachter kommen ja auch zeitnah. Wenn es sich aber um so eine Katastrophe in der Fläche handelt und Niedersachsen ist jetzt ja kein kleines Bundesland, wie schnell kommt da die Versicherung überhaupt nach? Also es ist schwer zu sagen. Die Versicherung, also erstens mal gibt es viele Versicherungen und dann ist auch immer die Frage, wie viele Schadensfälle gibt es tatsächlich, die zu begutachten sind. Ich denke, dass die Versicherungen das dann vielleicht in einer konzertierten Aktion doch schaffen, sich die Sachen zeitnah anzugucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie mehrere Wochen oder Monate ins Land gehen, aber ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Dann kommen wir nochmal auf die Versicherung zurück. Was deckt denn eine Versicherung allgemein überhaupt ab in einem solchen Fall? Ja, zunächst einmal ist die Frage, muss sie überhaupt zahlen? Das hängt davon ab, ob sie eine Überschwemmung haben oder ob sie einen Rückstau haben, für den die Versicherung zahlen müssen. Das ist also der erste Schritt. Und wenn Sie dann sagen, okay, die Versicherung muss zahlen für die Schäden, die dadurch entstanden sind, dann muss die Versicherung also in der Regel alles zahlen, was erforderlich ist, um die beschädigten Gebäudeteile oder das Gebäude in einen neuwertigen Zustand zu versetzen. Das nennt sich Neuwertversicherung. Das ist so der Standardfall bei den Wohngebäudeversicherungen in Deutschland. Solange Sie die Schäden noch nicht beseitigt haben, aber ist die Versicherung nur verpflichtet, üblicherweise nach den Bedingungen den Zeitwert zu erstatten. Das muss sie allerdings auch tun, und zwar auch zeitnah tun, ohne dass sie überhaupt irgendwelche Reparaturarbeiten ausgeführt haben. Jetzt kann es ja dazu kommen, dass es Spätfolgen gibt. Also gerade feuchte Wände neigen dazu, dass sich da Schimmel einnistet. Oder wir hatten ja die Diskussion,
erst kommt das Wasser, dann kommt der Frost, die nassen Wände, da hätten Frostschäden das Fundament vielleicht sogar beschädigen können. Wie sieht es denn mit Folgeschäden aus, die im Zuge des Hochwassers an solchen Gebäuden entstehen oder hätten entstehen können? Ja, dann kann man nochmal zurückkommen. Wenn die Versicherung dem Grunde nach zahlen muss für das Schadensereignis, muss sie auch für alle Folgeschäden aufkommen. Das einzige Problem, was sich dann später ergeben kann, ist, kann ich denn beweisen, dass dieser Schaden tatsächlich auf dieses Schadensereignis zurückzuführen ist? Und wenn wir dann nochmal überlegen, ja, auch dafür ist es dann natürlich unheimlich sinnvoll, wenn man Fotografien angefertigt hat, um das zu zeigen. Nachher werden sie dann Sachverständige befragen müssen, aber die müssen auch eine Grundlage haben und so eine Grundlage kann dann auch wieder eine gute fotografische Dokumentation der Schäden sein. Gibt es denn Szenarien, wo der Verbraucher definitiv auf seinen Kosten sitzen bleibt, wo die Versicherung nicht zahlt im Zuge dieser Hochwasserkatastrophe? Ja, das gibt es immer wieder. Häufig ist es ja auch so, dass Schäden durch eindringendes Grundwasser entstehen, das angestiegen ist. Und die Versicherungen haben sich in ihren Bedingungen festgeschrieben, also soweit ich es kenne, dass Schäden durch ansteigendes Grundwasser immer nur dann ersetzt werden, wenn es auch tatsächlich zu einer Überflutung des Grundstückes kommt. Das heißt, dass das Grundwasser bis an die Erdoberfläche gedrungen ist. Wenn das nicht der Fall ist und dass sozusagen das Grundwasser dann aus dem Erdreich durch die Mauern ins Haus eingedrungen ist, üblicherweise in den Keller, dann verweigern die Versicherungen häufig ihre Einstandspflicht. Jetzt gibt es ja auch bauliche Vorsichtsmaßnahmen, Schutzmaßnahmen, die man treffen kann, um eine Überflutung oder ein Eindringen von Wasser zu verhindern oder zu vermindern. Eins davon ist die Rückstausicherung. Brauche ich solche baulichen Maßnahmen für einen Versicherungsschutz oder sagt die Versicherung, sie hatten keine Rückstausicherung, wir zahlen nicht oder wir zahlen nur vermindert? Ja, erstmal würde ich da mal jemanden, der sich mit Sanitärinstallationen auskennt, fragen, ob ich sowas für mein Haus brauche, weil ich will natürlich sowieso nicht, dass meine Wohnung überflutet wird durch Rückstau. Davon abgesehen, aus versicherungstechnischer Sicht, wenn nach den allgemeinen Bedingungen eine Verpflichtung besteht, eine solche Rückstausicherung vorzuhalten, und ich habe die nicht, habe ich erstmal ein Problem. Dann ist zwar noch nicht alles vorbei, aber ich müsste dann tatsächlich beweisen, dass der Schaden in meiner Immobilie dann auch mit einer solchen funktionierenden Rückstausicherung eingetreten wäre. Aber selbst wenn es nicht in den Bedingungen steht, gibt es auch immer noch gewisse Risiken, wenn in den Gemeindesatzungen, manchmal ist das so aus baurechtlicher Sicht, eine Vorschrift oder eine dringende Empfehlung besteht, solche Rückstausicherungen zu installieren. Also wenn ich das nicht habe, kann ich meinen Versicherungsschutz unter Umständen verlieren, ja. Also lieber nochmal nachgucken. Abschließend noch die Frage, wir werden ja im Zuge des Klimawandels wahrscheinlich häufiger mit solchen Extremwettersituationen wie jetzt dem Hochwasser oder dem Regen und dem daraus resultierenden Hochwasser konfrontiert werden. Was bedeutet das für die Versicherungsbranche beziehungsweise im weitergehenden Schluss, was bedeutet das für die Verbraucher? Müssen die Verbraucher mit steigenden Kosten für die Versicherung rechnen? Auf jeden Fall, was den Elementarschutz angeht. Ne? Das ist ja quasi ein Baustein, den ich zusätzlich zu meiner normalen Wohngebäudeversicherung habe. Und da ist davon auszugehen, dass es da auch erstens überhaupt zu höheren Prämien kommt und auch zu Prämienerhöhungen kommt. In dem Fall, wenn ich so eine bekomme, habe ich dann auch immer ein Sonderkündigungsrecht in meiner Versicherung. Dann kann ich innerhalb eines Monats nach Wirksamkeit dieser Erhöhung kündigen. Es ist allerdings auch die Frage, ob ich dann einen günstigeren Vertrag bekomme. Allgemein kann man sagen, ja, ein Anstieg von Schadensereignissen führt dazu, dass auch Prämien höher werden, ja. Ja, vielen Dank, Herr Rehberg, für das Gespräch und Ihre Zeit. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Und inzwischen hat das Land Niedersachsen den Nachtragshaushalt für das Jahr 2024 beschlossen. Es werden rund 110 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Damit soll sowohl auf Schäden reagiert als auch weitere Maßnahmen zum Hochwasserschutz finanziert werden. Betroffene im Oldenburger Münsterland können noch bis zum 22. März 2024 bei den Landkreisen Cloppenburg bzw. Vechta Anträge stellen. Die Formulare werden dort bereitgehalten. Weitere Informationen zur Hochwasserhilfe gibt es auf der Homepage des Landes Niedersachsens. Ja,
Und für uns war es das für diese Woche. Falls ihr Anregungen oder Kritik zum Podcast zu dieser Folge habt, dann schickt uns doch gerne eine E-Mail an redaktion@om-medien.de. Ich bedanke mich an dieser Stelle noch fürs Zuhören. Mein Name ist Kaschen Duzart. Macht's gut.